Natürlich brauchen wir ein No-Spy-Abkommen, was bedeutet, dass man sich auf gemeinsame Standards und Kriterien verständigt, was aber nicht heißt, dass es überhaupt keinerlei Spionage oder Tätigwerden gibt, aber eine gemeinsame Grundlage dafür. Und das kann auch durchgesetzt werden. Nur man muss dann mit Nachdruck das gegenüber den Amerikanern vertreten. Und ich habe den Eindruck, das ist im Moment nicht oben auf der Tagesordnung. Ich sehe nicht, dass das zu tiefgreifenden diplomatischen Verwicklungen führt. Das heißt doch nur, dass wir und auch Europa seine Interessen formuliert. Die Amerikaner machen in den Beziehungen zu ihren Freunden täglich nie etwas anderes. Und von daher sind die auch nicht überrascht, wenn man das einfordert. Man muss es aber einmal einfordern. Ich bin sehr dafür, dass man Herrn Snowden vernimmt. Ich glaube, dass er nicht nach Deutschland kommt, weil er sich hier nicht sicher fühlt, weil die Amerikaner auf alle Fälle ja ein Auslieferungsbegehren eingereicht haben, schon vor längerer Zeit. Und im Zweifel die Gefahr besteht, dass die deutschen Behörden diesem Antrag entsprechen. Deshalb sollte auf alle Fälle alles getan werden, damit Herr Snowden über Videozuspielung vernommen wird und eine Aussage machen kann. Das ist übrigens auch technisch leicht möglich und er hat das zweimal auch im Europarat gemacht. Ich war selbst dabei. Also Google ist sehr engagiert, denn sie sind ziemlich aktuell auf dem Standard der bearbeiteten Anträge, immerhin 280.000. Was fehlt, ist, dass man anonymisiert mal in einem Bericht darstellt, welche Kriterien, auch zahlenmäßig unterfüttert, welche Kriterien zu einer Löschung geführt haben und welche gegen. Auch aber mal darstellt, in wie vielen Fällen gibt es Gerichtsverfahren oder Verfahren bei den Datenschutzaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten. In wie vielen Fällen gibt es schon Gerichtsentscheidungen? Mit welchem Inhalt? Um einen besseren Einblick zu bekommen, gibt es möglicherweise noch einen stärkeren Gesetzgebungsbedarf? Wo gibt es Probleme? Wo muss man nachhelfen? Und diesen Bericht, den auch der Beirat bei Google gefordert hat, den ist Google bisher schuldig geblieben. Google hat sich dazu nicht geäußert. Ja. Ich bin aber gerade dabei, dass wir als Google-Beirat nochmal eine gemeinsame Forderung erheben, dass das kommt. Denn es haben ja auch 80 Akademiker und ziemlich viele aus den Vereinigten Staaten von Amerika genau das auch eingefordert.